Ich bin Fernerkundler. Fernerkundler sind die Menschen, die Satellitenbilder auswerten und sich anschauen, wie die Erde sich verändert. Ein sehr spannendes Thema, weil man nämlich sieht, wie dynamisch das Ganze ist, sowohl von der Natur her natürlich, als auch von dem, was der Mensch tut. Das zum einen, auf der anderen Seite aber möchte ich es nicht beim Zuschauen bewenden lassen, beschäftige ich mich schon seit langer Zeit mit Hydrologie und mit den regionalen und globalen Wasserressourcen. Und vor diesem Hintergrund, dass die Erde der Wasserplanet ist und bis jetzt der einzige Planet ist, den wir kennen, der Wasser in allen drei Aggregatzuständen im Überfluss zur Verfügung hat, lohnt sich es, einen globalen Blick zu werfen auf die Wasserressourcen und ihre Zukunft und die Art und Weise, wie sie genutzt werden. Die Erde hat im Überfluss flüssiges Wasser. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, das größte Teil dieses Wassers ist für uns schlichtweg wertlos. Das ist das ganze Salzwasser, 96,5% dessen, was auf der Erde an Wasser ist, für uns nicht brauchbar. Bleiben also noch die 3,5% übrig, die als sogenanntes Süßwasser auf der Landoberfläche und in den Eisschilden existieren. Etwa die Hälfte Eisschilde, etwa die Hälfte Grundwasser. Und was dann noch übrig bleibt, dieser kleine rote Balken da oben, das sind diese 0,03% des Wassers, über das ich sprechen möchte. Das heißt also, das meiste Wasser werde ich Ihnen vorenthalten, ist für uns und diese Fragestellung, die wir jetzt miteinander diskutieren, nicht interessant. Es geht also um Bodenwasser, es geht um Feuchtgebiete, es geht um Permafrost, es geht um Flüsse, um Seen, um das, was Sie assoziieren mit dem Thema Wasser. Und ich möchte nicht außer Acht lassen, dass in der Atmosphäre hier oben noch mal verschwindend kleinerer Teil des gesamten Wassers in Form von Wasserdampf um die Erde zirkuliert, als der zentrale Antreiber des Klimas und dort Energie verteilt. Das ist jetzt Europa und die darumliegenden Regionen. Und Sie sehen hier, da gibt es Luftströme von Norden nach Süden, Luftströme von Süden nach Norden, ein gigantischer Durchmischungsprozess, der Energie transportiert. Der die Energie transportiert, die wir im Überfluss bekommen aus den tropischen Regionen und der dafür sorgt, dass die Erde einen Nordpol und einen Südpol hat, die ganz außergewöhnlich warm sind. Jetzt werden Sie sagen, warm ist relativ. Ich wäre jetzt auch nicht gerne dort. Aber im Verhältnis zu anderen Planeten ist die Temperatur dieser Pole extrem hoch. Und der Wasserdampf, den Sie gerade gesehen haben, transportiert 70% der Energie auf der Erde durch die Verlagerung von Wasserdampf in der Atmosphäre über die Winde und durch den Niederschlag, der dann diese gespeicherte Verdunstungsenergie wieder abgibt. Dieses ist verbunden, und jetzt muss ich hier noch mal die Tastatur rausziehen. Dieses ist verbunden mit einer lebenden Biosphäre. Auch das ist nicht selbstverständlich für Planeten, und das ist der einzige Planet, den wir kennen, der das tut. Wir schauen jetzt mal ein paar Jahre dieser Biosphäre zu beim Leben, und Sie sehen, wie da sich diese grüne Assimilationswelle nach Norden bzw. nach Süden verschiebt, der Schnee ganz Sibirien bedeckt, die im Übrigen Ozeane diesem Leben folgen, aber zu großen Teilen vollkommen leer sind. Wir haben also zwei große Kreisläufe, der Wasserkreislauf, der die Energie verteilt und das Wasser verteilt, und der Kohlenstoffkreislauf, der ganz unmittelbar darauf reagiert, wie man hier sieht, indem er das Leben ermöglicht und das Leben dynamisch verändert über die Zeit. Wenn man sich jetzt mal dieses Leben, das Sie gerade gesehen haben, in Ihrem ganzen Pulsieren, wenn man sich das mal wegdenken würde, denken wir uns das mal für einen Moment weg und untersuchen wir mal, wie die Erde dann aussehen würde, dann gibt es hier mit dieser Funktion eine recht klare Antwort darauf. Diese Funktion ist die sogenannte Lyapunov-Funktion. Diese Lyapunov-Funktion sagt ganz vereinfacht etwas über den Energieinhalt einer Fläche auf der Erde, eines Quadratmeters auf der Erde aus. Wenn also dieser Energieinhalt hoch ist, wie hier, habe ich da sehr viel Energie drin. Wenn er runtergeht und wieder ansteigt, dann muss ich Energie reintun in die Erde,
um in diesen Zustand zu überwinden. Und wir sehen, wir haben hier zwei Minima. Diese beiden Minima sind verbunden mit einer Temperatur von minus 80 Grad Celsius auf der Erde als Durchschnittstemperatur. Das ist dann, wenn sämtliches Wasser gefroren ist. Dann ist die Erde eine weiße Kugel und die Sonne bestrahlt die Erde. Der größte Teil der Sonnenstrahlung wird von der Erde reflektiert. Und es gibt dann eine stabile Temperatur ohne Leben bei minus 80 Grad. Der zweite stabile Zustand der Erde ohne Leben liegt bei ungefähr 320 Grad Celsius. Das ist dann, wenn aller Wasserdampf verdampft ist. Wasserdampf ist ein Treibhausgas. Wasserdampf erhöht die Temperatur der Erde. Wasserdampf sorgt dafür, dass die Sonnenstrahlung in hohem Maß eingefangen wird und nicht zurückgegeben wird. Und dabei entsteht eine Gleichgewichtstemperatur von 320 Grad Celsius. Beide Alternativen für uns extrem ungemütlich. Wir leben hier. Wir leben in dieser kleinen Kuhle der Lyapunov-Funktion, wenn Sie so wollen. In dieser kleinen Delle, die das Leben sich herausgefressen hat, aus den Zuständen der Erde, sich selbst geschaffen hat. Und zwar dort, wo diese rote Kugel ist. Also jede Temperaturänderung der Erde bringt uns in diesem Gleichgewicht hier an einen ungünstigeren Zustand. Und wenn wir die Temperatur bis hierher erhöhen würden, sagen wir, das sind etwa 30 Grad, ist das Schicksal besiegelt. Wenn wir die Temperatur bis hier erniedrigen würden, die Durchschnittstemperatur, ist das Schicksal auch besiegelt. Und beide Male führen dazu, dass die Erde nicht mehr lebt. Es gibt also durchaus Möglichkeiten, die Erde ihres Lebens zu berauben, indem die Temperaturen steigen. Das ist weitestgehend nicht passiert. Warum? Das ist weitestgehend deswegen nicht passiert, weil diese beiden Kreisläufe, der Wasserkreislauf und der Kohlenstoffkreislauf in Form von Leben, in engstem Maße miteinander verbunden sind. Also was hält eigentlich die Temperatur im dritten Gleichgewicht? Die Veränderung der Umlaufbahnen der Erde um die Sonne bringen stetige Veränderungen. Die Hydrosphäre und die Biosphäre verändern die Konzentration der Treibhausgase, Wasserdampf und Kohlendioxid. Das ist immer schon passiert. Und die Erdtemperatur bleibt im lebensfreundlichen Bereich. Und Sie sehen die letzten 400.000 Jahre, das ist das, was auch Al Gore gezeigt hat, die letzten 400.000 Jahre, ist eine Oszillation als Reaktion des Erdsystems auf, und die Kurven sind inzwischen sehr viel länger, auf veränderte äußere Umweltbedingungen. Und was wir darin sehen, ist, dass die Erde es von sich aus, ohne Menschen, in einem Selbstregelungsmechanismus schafft, in dieser kleinen Delle zu bleiben. Und immer dann, wenn es eine Auslenkung gibt, wieder zurückzukommen und eine Auslenkung ins Negative gibt, wieder zurückzukommen und auch ihren CO2-Gehalt zu stabilisieren. Indem der Mensch eingreift, haben wir heute noch nicht, aber in 2-3 Jahren die 400 ppm-Grenze überschritten hier. Und 280 ppm ist das, was das natürliche System über Jahrmillionen weg oder ja, 2-3 Millionen Jahre weg, soweit wissen wir es, bis jetzt stabilisiert hat. Wir erzeugen erhöhte CO2-Konzentrationen. Mit den ganzen damit zusammenhängenden Klimadiskussionen, auf die ich im Moment nicht eingehen möchte. Die Frage ist, das ist ein Vortrag über Wasser, wie nutzt die Erde also das Wasser? Erstmal, wenn wir der Erde eine Nutzungsfähigkeit von Wasser zuweisen wollen. Wasser ist zunächst mal Niederschlag. Und in der Hydrologie, der Wissenschaft vom Wasser, hat sich inzwischen durchgesetzt, das Konzept, dieses Wasser in zwei große Ströme aufzuteilen. Zunächst mal in das grüne Wasser, wie wir es nennen. Das ist natürlich nicht grün als Wasser, sondern es ist genauso durchsichtig wie das blaue Wasser. Das blaue Wasser ist das, was Sie kennen in den Flüssen, in den Seen, in den Tümpeln, in allem, was nicht in die Verdunstung geht, auch im Grundwasser, alles das ist blaues Wasser. Und die grünen Wasserflüsse sind die Wasserflüsse, die von der Oberfläche in die Atmosphäre durch Verdunstung abgegeben werden. Ganz was anderes sind also keine Flüsse auf der Erdoberfläche, sondern Verdunstung, verdampfendes Wasser in die Atmosphäre. Das, was Sie vorhin gesehen haben, als diese großen Wirbel, die hier die Konzentrationen von,
Feuchtigkeit auf der Erde verteilen. Diese grünen Wasserflüsse gehen also in der Weidewirtschaft, bei Steppen, Grasländern, in Wäldern, in Feuchtgebieten, in der Landwirtschaft, in die Atmosphäre über und gehen da im Wesentlichen durch die Pflanzen durch. Da komme ich also jetzt mit dem Herrn Hallbruch zusammen. Da treffen wir uns. 62% des Niederschlags auf der Erde gehen in diese Verdunstungsflüsse, auf der festen Erdoberfläche. Und nur 38%, nur in Anführungsstrichen, ist das, was wir üblicherweise als blaue Wasserströme in Flüssen und Seen bezeichnen und als das bezeichnen, wovon wir denken, dass wir abhängig sind und wovon wir leben. Also, grünes Wasser wird von der Vegetation verdunstet und von den Oberflächen verdunstet. Blaues Wasser fließt in Flüssen und Seen und ist dafür mehrfach nutzbar, hintereinander entlang eines solchen Flusses. Nähern wir uns mal dem Menschen. Also die Natur nutzt das Wasser zur Verdunstung und zum Abflussbildung und zum Recyceln des Wassers und zum Erneuern seiner Qualität. Wasser und die Menschen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, der Niederschlag, und das ist ja die Wasserwährung, die wir haben, fällt sehr ungleichmäßig auf der Erde. Es gibt Regionen, wo Niederschlag in sehr hohen Mengen und hohen Quantitäten fällt, um den Äquator rum. Hier entlang des Golfstroms, Sie sehen es hier, fällt Niederschlag in sehr großen Mengen. Auch in Japan gibt es so eine warme Meeresströmung, wo Niederschlag in sehr hohen Mengen fällt. Aber Sie sehen hauptsächlich entlang des Golfstroms. Und es gibt natürlich andere Regionen, wo der Niederschlag sehr viel geringer fällt. Das verglichen mit einer Karte der Bevölkerungsdichte der Erde sieht so aus, dass es viele Regionen gibt, wenn man zum Beispiel Nordamerika, USA anschaut, wenn man China anschaut, wenn man Indien anschaut, wenn man diesen Keil hier anschaut, entlang der Siedlungsachse durch Russland oder die ehemalige Sowjetunion, dann sieht man, dass hier der Niederschlag eine Korrelation hat mit der Bevölkerungsdichte. Es gibt auch andere Regionen, wo das nicht so ist, auf die werde ich noch kommen. Also im Wesentlichen, unterm Strich, der Mensch lebt dort, wo es Wasser gibt und wo Niederschlag fällt, in größeren Quantitäten. Wir haben in dem letzten Vortrag schon einiges über Bevölkerungswachstum gehört. Ich möchte das, was meine Einschätzung ist, dazu hier noch beitragen, auch wenn ich möglicherweise hier jetzt nichts Neues sagen werde. Zum einen haben wir, und die besten Daten, die man darüber kriegen kann, sind wohl sicher vom US Census Bureau, haben wir zurzeit 1.12.2010 6,884909953 Milliarden Menschen. Glauben Sie die Zahl bitte nicht auf den Menschen genau. Das ist die Hochrechnung, die da existiert. Das Zweite ist, wenn man sich anschaut, es kommt jedes Jahr ein Deutschland dazu. Es kommt kein Deutschland dazu, es kommt etwas anderes dazu, aber aus der Anzahl der Menschen kommt jedes Jahr ein Deutschland dazu. Und diese Kurve ist eigentlich die interessanteste, die ist nämlich bis hierher wahr. Insofern, als dass bis hierher Daten existieren, bis 2010 existieren Daten für diese Kurve. Und diese Kurve ist die Zuwachsratenkurve der Erdbevölkerung. Und Sie sehen, dass man im Grunde genommen seit Mitte der 60er Jahre eine sinkende Tendenz der Zuwachsrate hat, der durchschnittlichen. Und diese sinkende Tendenz der Zuwachsrate, der durchschnittlichen, hat natürlich viele Gründe, also auf die ich jetzt auch nicht eingehen möchte. Die Frage ist bloß, dürfen wir die extrapolieren? Und in dem Moment bin ich inzwischen nach sehr viel Studium der Meinung, dass es wahrscheinlicher ist, diese Kurve zu extrapolieren, als die Klimakurve zu extrapolieren, die Temperaturkurven zu extrapolieren. Also der wissenschaftliche Gehalt, der hinter diesem allem steckt, ist mindestens genauso gut wie der wissenschaftliche Gehalt, der hinter den Prognosen der Klimaforscher steckt. Die Unsicherheit ist groß, die Tendenz ist stabil und die Frage ist, sind wir hier oder sind wir hier? Aber die Frage ist nicht, sind wir hier in der Zukunft? Und das ist, glaube ich, wesentlich. Das heißt, wir können davon ausgehen, und die Gründe wären sicher interessant, dass die Zuwachsraten in Zukunft sinken werden. Und wenn man das natürlich weiter extrapoliert, kommt man irgendwann mal zu dem Punkt, dass man sagt, da wird die Erdbevölkerung nicht mehr steigen.
Und da streitet man sich jetzt zwischen 9,5 Milliarden und 11 Milliarden. Wenn man sich mal anschaut, wie groß die Unsicherheiten in der Klimaprognose ist bis zum Jahr 2100, dann ist die größer. Die ist bedeutend größer und auch die Einwirkungsunsicherheit ist bedeutend größer als die Frage zwischen 9,5 und 11 Milliarden. Aus meiner Sicht wichtig, wenn man sich überlegt, was die Auswirkungen davon sind, aber dann auch wieder relativ unwichtig, weil die Frage ist, wie viele Ressourcen wird eigentlich jeder dieser Menschen verbrauchen? Das ist die mindestens genauso interessante Frage. Und wie viel Wasser wird er verbrauchen? Wie nutzt der Mensch das blaue Wasser? Sie erinnern sich, das blaue Wasser war also das, das durch die Flüsse fließt. Wir haben gelernt, wie man so schön sagt, und die Literatur des 19. Jahrhunderts ist voll davon, die Natur zu zähmen und die Flüsse zu zähmen. Also das Wort zähmen war das entscheidende Wort.